Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es meine Rezension zu dem Buch Endgame, Buch 1 der Bauer. Später nach der Rezension folgt dann auch noch die Gewinnspielauslosung. Ich habe hier ein Exemplar davon verlost. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Buch an. In diesem Buch geht es um Avery und ja, wir steigen in das Buch ein. Und ja, Avery ist noch jünger als quasi später, wo die Geschichte dann hauptsächlich spielt. Und man merkt ziemlich schnell, dass Avery und ihr Vater ja eine ganz, ganz tiefe Liebe verbindet. Dass die beiden sich wirklich über alles lieben, dass sie alles füreinander tun würden. Und ja, Averys Vater ist zu Anfang der Geschichte ein sehr reicher Mann. Sie wohnen natürlich in einem riesengroßen Haus. Avery kriegt alles, was sie haben möchte, weil ihr Vater sie natürlich unglaublich lieb hat. Und ja, später aber kommt es dann irgendwie so, dass alles sich komplett umgedreht hat, denn Averys Vater ist plötzlich gar nicht mehr so reich, beziehungsweise er ist ziemlich, ziemlich arm und kann mit dieser Situation noch nicht mal richtig umgehen, weil er auch sehr krank ist. Also er kann eigentlich kaum noch für sich selbst sorgen. Und natürlich ist Avery deswegen am Boden zerstört, aber ja, sie möchte nicht zulassen, dass das alles das Leben der beiden komplett zerstört. Und sie möchte natürlich auch nicht, dass ihr Vater dadurch noch kränker wird, durch diese Sorgen auch um das Haus, dass das Haus verloren gehen könnte, durch die Geldsorgen. Und ja, so bricht Avery dann auf in ein Herrenhaus und dort möchte sie von einem ziemlich reichen Kredithai ja, Geld fordern, beziehungsweise sich Geld leihen. Ja, sie geht dann dorthin und eigentlich wird sie ziemlich ausgelacht, sie wird ziemlich runtergemacht, weil natürlich Avery hat nichts zu bieten, außer wie die Männer es natürlich sehen, ihren Körper und ganz davon abgesehen ist sie auch noch Jungfrau. Und in diesem Herrenhaus befindet sich auch unser Protagonist Gabriel Miller und ja, er wird natürlich direkt aufmerksam und da er quasi, ich sag mal, noch eine kleine Rechnung mit Avery zu begleichen hat, hilft er ihr natürlich für, beziehungsweise steuert seine Hilfe bei, dass sie halt diese Hilfe bekommt. Natürlich muss sie da was für tun. Was möchte ich nicht verraten, weil ich auch nicht finde, dass das in dem Klappentext erwähnt wird. Und ja, das ist so die grobe Geschichte. Mir hat das Buch unglaublich gut gefallen. Es hat mich komplett aus meiner Leseflaute rausgeholt. Es ist ein 5-Sterne-Buch. Einfach wirklich wieder grandios. Also wirklich für mich bis jetzt eines der besten Festa-Bücher. Ihr wisst, ich liebe alle Bücher vom Festa Dark Romance, aber das hat es wirklich nochmal richtig rausgehauen. Also ich glaube wirklich, das ist das Buch, was mir bis jetzt am allerbesten gefallen hat. Also wie gesagt, 5 Sterne ohne zu überlegen. Es hat mir einfach so gut gefallen. Man ist super in die Geschichte reingekommen. Der Schreibstil ist natürlich flüssig, locker. Also da muss ich gar nicht von anfangen. Der ist einfach super zu lesen. Da bröckelt man auch nichts, gar nichts. Die Charaktere sind total gut zu verstehen. Auch unsere Protagonistin Avery. Sie ist, auch wenn sie in dieser aussichtslosen Lage ist, sie ist kein naives Dummchen. So kann man das nicht sagen. Sie ist aber auch nicht so dieses taffe Karate-Kid-Girl oder wie man das jetzt sagen mag. Also sie ist keines von beiden. Sie ist irgendwas dazwischen und das, finde ich, hat sie so glaubwürdig gemacht. Es hat mir so gut daran gefallen. Und natürlich trifft sie dann auf Gabriel und ja, Gabriel ist ein totales Arschloch. Aber er ist ein ziemlich cooles Arschloch, ein heißes Arschloch. Ihr wisst, ich mag sowas. Also Gabriel war wirklich, wirklich toll. Und ja, auch Avery richtig klasse. Also wirklich, mich juckt's. So, jetzt juckt es mich nicht mehr. Es hat mir so gut gefallen. Ich habe diese ganze Geschichte wirklich an einem einzigen Tag gelesen. Und das, obwohl ich euch, ich glaube, 3 Tage oder 2 Tage vorher von meiner Leseflaute vorgeheult habe. Und wirklich dieses Buch, ich habe das durchgesuchtet. Ich habe nichts mehr um mich herum wahrgenommen, weil es einfach so gut war. Man hat die ganze Zeit mitgefiebert. Und ja, irgendwie konnte ich mir so gar nicht denken, worauf es hinaus will. Und es war so fies, das Ende, Leute. Es war so, so gemein. Ich bin so froh, dass bald endlich Band 2 kommt. Ich möchte unbedingt weiterlesen. Das Ende war wirklich richtig gemein. Es hat nochmal so, bam, alles rausgehauen. Es war wirklich krass. Also damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Auch wenn ich mir so in der Art was gedacht habe. Aber mit diesem Ende habe ich wirklich nicht gerechnet. Und hat das Buch einfach
rundum perfekt gemacht. Es ist einfach spannend. Natürlich, es ist das Prickeln zwischen den Charakteren, was natürlich auch zu dieser Geschichte gehört, was mir sehr gut gefällt, obwohl natürlich die Charaktere, vor allem Avery, wehrt sich mit aller Macht dagegen, weil sie weiß ganz genau, dass Gabriel eigentlich kein guter Junge ist, zu dem sie sich hingezogen fühlen sollte. Aber irgendwie tut sie das schon, beziehungsweise sie fühlt was Bestimmtes für ihn, was sie so noch nicht mal richtig definieren kann. Und dann ist da natürlich die Liebe zu ihrem Vater, was man total nachvollziehen kann, weil jeder hat natürlich seinen Papa lieb. Also denke ich jedenfalls mal. Ich meine auf jeden Fall ganz doll. Und ja, deswegen konnte man diesen Schmerz und das alles, was dort passiert, nachvollziehen. Ich konnte das wirklich richtig fühlen und das hat das Buch einfach für mich ganz toll und grandios gemacht und es war wirklich eine richtige Leseempfehlung von mir. Ich liebe es wirklich. Ich könnte es jetzt sofort nochmal lesen und das sage ich wirklich nicht bei jedem Buch, weil bei den meisten Büchern würde ich mir denken, das ist totale Zeitverschwendung. Lies lieber ein Buch, was du noch nicht kennst, aber bei dem ist es nicht so und ja, ich kann kaum erwarten, wenn Band 2 kommt. Also vielen, vielen Dank nochmal an den Vesta Verlag für das Rezensionsexemplar. Und das war es eigentlich auch schon zu meiner kurzen, knackigen Rezension. Naja, so kurz und knackig waren sie nicht. Sie waren schon mal kurz und knackiger. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu der Gewinnspielauslosung. Ich freue mich natürlich sehr, dass der Vesta Verlag mir gleich 2 Exemplare zur Verfügung gestellt hat. Nämlich auch noch eins zum Verlosen an euch, damit ja, ihr das Buch auch lesen könnt. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, was ich auch richtig gut finde. Das Buch eignet sich super für Anfänger, die in dieses Dark Romance Genre reinschnuppern möchten. Beziehungsweise die so in Dark Romance Fesseln reinschnuppern möchten. Es ist wirklich sehr, sehr gut für Anfänger geeignet, ohne dabei langweilig zu sein. Im Gegenteil, es ist absolut gut, wenn wieder die Frage aufkommt von wegen Gewalt. Das Buch ist nicht sehr gewalttätig auf körperlicher Ebene. Natürlich, emotional ist das immer so ein bisschen, wenn natürlich, sag ich mal, mit dem Körper der Frau, ja, um Geld gefeilscht wird. Das ist natürlich so eine Sache. Klar, das will ich gar nicht leugnen. Darum geht es natürlich ein bisschen. Aber so körperliche Gewalt oder BDSM, das kommt hier nicht vor. Wie es im zweiten Band sein wird, weiß ich nicht. Da möchte ich mich überraschen lassen. Aber hier ist es auf jeden Fall nicht. Also das Buch ist tatsächlich super gut für Anfänger in das Genre geeignet. Und ja, ich habe natürlich ausgelost, wer das Buch gewonnen hat, beziehungsweise mein Zufallsgenerator hat ausgelost, wer das Buch gewonnen hat. Und gewonnen hat WikiXXX. Ich markiere hier nochmal den Kommentar rein. Herzlichen Glückwunsch an dich, du hast das Buch gewonnen. Ich hoffe, es wird dir so sehr gefallen wie mir, weil ich es wirklich sehr, sehr liebe. Meld dich doch bei mir über meine E-Mail-Adresse oder über Instagram, so wie es dir lieber ist. Und ja, dann können wir alles weitere besprechen, beziehungsweise du schickst mir dann deine Adresse und ich schicke dir das Buch zu. Und ja, du kannst mir gerne mal schreiben, wie dir das Buch gefallen hat. Allgemein, wenn ihr das Buch gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch so sehr gefällt wie mir. Ich habe bis jetzt auf Instagram und Co. sehr viel Gutes gehört. Also es scheint wohl sehr vielen so gut zu gefallen wie mir. Und ja, das macht mich sehr happy. Und das war es auch schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!